So, jetzt kommt der spannende Moment. Wir wiegen, wie viel Kilo hier runtergegangen sind. Ich hoffe, ich sage das Richtige. Es waren 278 Kilo. Ich denke mal, ein paar Kilo Wasser oder Feuchtigkeit sind hier gerade vom Spülen noch drin. Aber wir gucken mal.63 sind 265 Kilogramm. Das heißt, wir haben ungefähr 13 bis 15 Kilogramm gespart. Das ist nicht viel, um es mal so zu sagen. Naja, aber auch nicht wenig. Ja, aber wenn ich überlege, dann ist ja fast das ganze Gewicht auf jeden Fall die Matten, die jetzt hier alle raus sind. Ne? Ich hätte auf jeden Fall mehr gedacht. Was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht seit dem letzten Video? Ja, wir haben geplackt, entrostet, passiviert, gewaschen, neutralisiert und jetzt bist du soweit. Ne? Das heißt, nach dem Brennen ging es als erstes weiter mit, beziehungsweise schwelen, haben wir ja im letzten Video gelernt. Nach dem Schwelen, nach dem Waschen, dann ging es nach Entlacken, dann ging es nach Entrosten, passivieren, neutralisieren und stabilisieren. Das sind alles die einzelnen Schritte, um einfach von der Karosse alles abzubekommen. Um sie überhaupt lagerfähig zu machen. Sie ist ja roh, sie ist ja nicht beschichtet und sie ist jetzt sehr kritisch, sagen wir mal so. Genau. Okay. Also rostanfällig. Nicht sofort, aber bald. Okay. Normalerweise würde jetzt als nächstes Jahr die KTL-Beschichtung kommen. Genau. Das lassen wir erstmal weg, weil wir jetzt erstmal die Seitenteile einschweißen. Wir wollen die Karosse noch ein bisschen versteifen und so weiter. Und genau deswegen sieht die jetzt erstmal so aus. Ich muss sagen, krasse Sache, ist wirklich komplett blank das Ding. Man muss dazu auch nochmal sagen, wir sind immer noch unterwegs seit dem letzten Video. Das heißt, viel Zeit war nicht. Ja, Weltrekord. 11 Stunden. 11 Stunden, ja. 11 Stunden sieht er so aus, fertig entrostet. Das ist Weltrekord. Just in time quasi. Genau. Was auf jeden Fall extrem cool ist, jetzt kommen wirklich alle Schäden zum Vorschein. Das Ding hat auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Hagelschaden auf dem Dach gehabt. Wenn man es erkennt. Und halt auch alles, was halt gespachtelt war, ist jetzt natürlich alles blank. Hier hat er auf jeden Fall schon mal einen Schaden gehabt und so weiter. Aber jetzt kommt's, was ich so cool finde. Ihr erinnert euch an diese Stellen, die halt so ziemlich rostig waren. Das ist halt wirklich alles blitzeblank. Sieht schön sauber aus, ne? Auch so, wenn du hier so reinfilbst und diese ganzen Ecken und Kanten und Blechüberlappungen. Das ist halt wirklich überall, selbst da drunter und so, alles blank. Sieht so ein bisschen aus wie so ein verzinktes Blech jetzt. Tatsächlich hat er sehr viel verzinktes Blech, also zum Beispiel die Gabelträger, das ist verzinkt. Mhm. Also viele Elemente im unteren Bereich sind verzinkt, oben nicht, aber unten sehr wohl. Mhm. Und es ist auch komplett erhalten geblieben, also ich bin zufrieden. Mhm. Mhm. Also du sagst, mit der Thermik und so war alles kein Problem, passt. Dein Auto ist schlechter als du dachtest. Dann guck mal, Hagelschaden überall. Ja, der hat so viele Einschüsse gehabt, also für ein Baujahr 2000, da gibt es öfter mal eine Pagode, die sieht besser aus als dein Auto. Danke. Bitte. Nein, wir zeigen euch auf jeden Fall im Anschluss noch ein paar Stellen, wenn wir das Auto auf der Bühne haben und so weiter von unten, weil er hat ja von unten auch schon ganz gut Rost gehabt. Ja. Aber vor allen Dingen so diese ganzen Stellen im Träger wären wir halt sonst niemals rangekommen. Ne? Wie? Machst du Gummi, das Puffer zurück, keine Chance. Aufschneiden. Genau. Ja, irgendwas, was nicht weggegangen ist oder irgendwas, wo du enttäuscht bist? Oder? Wie gesagt, Faktor Zeit. Ja, ich hätte gerne noch eine Nacht, aber die habe ich nicht bekommen. Ist auch egal. Es gibt Materialien, dadurch das Baujahr 2000, hat man hier schon, und das sieht man, Materialien verwendet, die hochtemperaturfest sind. Das gab es früher so nicht. Also Dichtmassen oder Dämmmatten, die 200 Grad und mehr aushalten, gab es eigentlich früher nicht. Und das Zeug ist echt widerspenstig. Da hätten wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ja, aber ich finde gerade so der Bereich im Rathaus, wenn ich mir überlege, was da so alles drauf war, das ist schon... Also ich sage ja, ich habe ja auch am Anfang gesagt, nicht 100%, 95 und das haben wir gekonnt. Also, ja, nee, also ich bin auf jeden Fall top zufrieden. Jetzt geht's weiter, wie ihr gehört habt, mit unserem engen Zeitplan wieder zurück nach Hannover. Wir setzen die Seitenteile da ein, nehmen das Dach raus und so weiter. Muss der dann vor dem KTL wieder entlackt werden? Ja, ihr werdet Stellen finden, die ihr jetzt noch öffnet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einen Tag dauern wird, was ihr hier macht. Also ich glaube, ich habe in 2 Wochen stabilisiert. Mhm. Aber ihr werdet hier mit euren Schweißfingern anfassen. Der wird in irgendeiner Form wieder verändert. Sollte man nachher drosseln. Das heißt, alles, was wir heute
mangels Zeit nicht geschafft haben, werden wir davor nochmal egalisieren. Okay, also ab geht's nach Hannover. Im nächsten Video, wenn es KTL gibt, gehen wir auch nochmal auf die einzelnen Bäder ein. Und trotzdem danke, dass das so schnell geklappt hat. Freue ich mich auch. Viel Spaß. Wir sind wieder zurück in Hannover. Auto ist auch mitgekommen und noch heile. An der Stelle nochmal, ihr habt ja gerade schon gesehen, wie krass detailliert sauber das Ganze ist. Das war ein bisschen, wir hatten wie gesagt vor Ort bei Herrn Schwan noch ein bisschen Zeitstress am Ende, weil alles einen Tucken länger gedauert hat. Es war schon fast spät in der Nacht abends, es war dunkel. Somit konnten wir euch gar nicht zeigen, wie krass sauber das Ganze geworden ist. Wenn man hier so reinguckt, das ist halt wirklich bis in die letzte Ecke jetzt alles blank. Blanker als blank. Also es ist wirklich blank. Man könnte auch sagen, es sieht fast neu aus. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir konnten bisher nicht feststellen, dass sich irgendwas verzogen hat, weich geworden ist oder ähnliches. Das ist jetzt einfach eine blanke Karosse. Ja, so, in der Zwischenzeit ist das Dach mal wieder rausgewandert, weil wir haben nämlich Besuch. Der Herr, der das Auto markieren wird, ist da, Chris. Der Herr, der die Carbon-Teile brauchen wird, ist da, Artyom. Und Verstärkung mit Namen Flo haben sie auch noch mitgebracht. Und wir wollen jetzt einfach zum Ende des Videos einfach nochmal so ein bisschen durchsprechen, was man an diesem Auto jetzt eigentlich noch alles so machen kann. Danke, Bill. So, das waren auf jeden Fall jetzt schon mal, was, 9 Kilo, glaube ich, ne? Diese Spaß, so Pi mal Daumen war das, glaube ich, ne? Ja, so war das. So in dem Dreh. So, das kommt da auf jeden Fall wieder rein. Dann geht's weiter. Was können wir noch machen? Wir haben uns überlegt. Also, falsch. Mein Traum war schon immer, da ja der Motorraum bei mir immer so schön original aussah und wir hatten im letzten Step dann ja so diese Kotflügelkanten links, rechts noch in Carbon stehen lassen. Geil wäre natürlich die Spritzwand in Carbon, ne? Ganz viele nehmen die einfach hammerhart komplett raus. Mhm. So, keine Ahnung, weil hier so R32 Turbomotor rein muss oder so. Oder GTR Turbomotor. oder GTR Turbomotor oder 5 Zylinder gab es ja auch schon. Hat ja schon so. Victor hat das gebaut, ja. Gab ja schon etliche Dinger hier drin. Und ist das machbar? Ja, also ich sehe nicht das Problem. Wie gesagt, ich höre es mir immer gut an, ne? Und dann. Ich habe es auch wieder vergessen. Ja, nee, die Lösung kommt ja immer. Ich muss mich ja nicht jetzt. Aber ich sehe nicht das Problem. So, wir haben es ja auch mal kurz so Revue passieren lassen, ne? Stellt eigentlich keine Probleme dar vom technischen Aspekt. Ist auch in dem Moment definitiv mehr eine optische Sache als eine Gewichtseinsparmaßnahme. Ja, man könnte jetzt anfangen zu philosophieren, aber ich denke mal, das Blech hier wird kein Kilo wiegen. Nee. Na, doch. Anderthalb? Ja. Also Kilo. Ja, gut, das was wiegt so ein Kotflügel jetzt mal so? Was war das? Ja, das bleibt aber, ne? Was wiegt das ist ja hier. Ja, obwohl, ja gut, das ist natürlich die Frage, ob man das jetzt hier komplett... Nee, das bleibt alles. Ich will wirklich nur, das ja. Sieht man hier von hier schön, wenn ich immer einmal hier so rein. Das Blech ist wirklich hier rundum nur drauf gepunktet. Das heißt, das machen wir alles auf, da wird das abgeformt und dann wird das einfach genauso wie das Dach hier rundum wieder drauf geklebt fertig. So, ist mehr eine optische Sache, ne? Aber war schon immer mein Traum, dass ich das immer... Es gibt ja auch viele, die lamieren sich das einfach drauf, weil es halt nur so aussehen soll, ne? Aber ja, jetzt haben wir die Chance... Das halt, ne? Ehrlich gesagt will ich das auch nicht am Auto laminieren. Also, nee. Also wenn wir schon haben. Aber das ist halt auch alles ein Punkt, warum wir das Auto noch nicht direkt wieder KTL beschichtet haben. Viele von euch haben ja nachgefragt, warum nicht direkt KTL. Ja, wir werden hier noch so viele Sachen nachschweißen, ändern und so weiter, dass wir das erst alles fertig machen und dann kommt das KTL. Kann man auch das KTL direkt draufkleben? Oder muss das wieder blank gemacht werden? Das muss bestimmt draufkleben. Ja. Was ist draufkleben? Ja. Carbon? Ja, also ich glaube, ich würde das lackieren, dann primern, dann kleben, ne? Ne, primern, lackieren und auf dem Lack dann kleben. Weil die KTL-Grundierung ist ja eigentlich sozusagen nur, dass man es anfassen kann. Früher haben sie die Bleche ja sozusagen einfach gefettet, sondern mussten die jetzt mal komplett... Ich habe ja auch damals die Finger auch gefettet, damit der nicht rostet. Genau, ne, und damals haben sie es dann mit Hochdruck an das ganze Fett runtergewaschen. So war es ja in den 70ern, 60ern und so weiter. So, und jetzt haben sie natürlich immer gesagt, pass auf, wir machen da einfach so eine katholische Taublackierung einfach auf, sodass wir das Blech anfassen können, den Kunden schicken können und die müssen halt nicht lange da alles abwaschen. So, das macht es natürlich viel einfacher, aber unterm Schicht
das ist ja keine richtige Rostschicht. Also wenn du jetzt natürlich, sag mal, jetzt einfach ein Neuteil-Kotflügel anbaust und dann ein halbes Jahr rumfährst, ist ja komplett vergammelt in den Außen. Da bringt das gar nichts. Ne? Was halt cool ist, nachdem wir jetzt hier alles angeschweißt, wie auch immer haben, geht das Auto nochmal in das Entrostungsbad. Das heißt, selbst wenn im Hohlraum durch das Schweißen irgendwo ein bisschen Flugrost, wie auch immer ist, ist das wieder alles weg und dann kommt das KTL drauf. Ne? Ja, plus wir müssen die Hohlräume auch noch alle sauber pusten und bürsten und so. Ja. Ne? Die Säulen, da müssen wir auf jeden Fall einmal durchgucken. Ja. Die Schweller links, rechts einmal durchgucken. Da gab es ja schon ein paar Kommentare, dass da drin was stehen bleibt. Ja, klar. Das ist jetzt alles noch so vorhanden. Die Vorstufe. Ja. Okay, so, wo machen wir weiter? Genau, schneller aufschneiden. So, ein Teil, was ich mir schon immer gewünscht habe, ist, ich habe neulich gesehen, anderthalb Jahre liegt die mittlerweile schon bei mir. Ne? Da sieht man mal, wie die Zeit immer rumgeht. Ne? Reserveradmulde hinten, die ist zum Glück relativ einfach nur übertrieben gesagt draufgelegt. Die würde ich halt eigentlich auch ganz gerne in Carbon da reinklatschen. Ja, hatten wir ja schon länger vor, aber bis jetzt wussten wir ja nicht, erstmal hatten wir angenommen, dass es auch ja von der... Ja, dass das so richtig reingesteckt ist. Ne? Nee, aber es ist richtig hier, René, ich will das machen. Die ist wirklich nur drauf gelegt. Das heißt, ja, was heißt gelegt? Sie ist natürlich drauf geschweißt, aber wir können das rausnehmen und wieder drauf machen. Die Frage ist natürlich: Dieses Aufnahme Y kommt ja schon. Der eigentliche Grund, warum, ihr habt es ja alle mitbekommen, dass ich den Unterboden so schön verkleidet habe. Und diese Mulde war halt leider immer ein Problem, weil es ist einfach der tiefste Punkt und sie ist ganz hinten. So, das heißt, ich würde das, wenn dann jetzt eh gerne so machen wollen, dass wir hier vorher in die Sicke eine passende Platte reinmachen. Passend mit den gleichen Vertiefungen, da muss Marius dann mal wieder ein bisschen dengeln. Dass das nach Möglichkeit halt so eine Struktur behält. Ne? Ich dachte, du legst jetzt Reserverad rein und formst es dann ab. Ach, scannen und einfach 3D-Druck, dass wir das sozusagen als so, dass wir dann einfach nur eine Platte haben, die wir reinkleben will. Ja. Hat nämlich dann den Vorteil, A, kann ich einen schönen Diffusor bauen, also jetzt nicht so ein Diffusor, wie bei Marius drunter war, aber zumindest, dass es ab Achse so ein bisschen schräg läuft. Ja gut, da müssen wir hier ja dann auch runtergehen, dass wir das hier alles zu haben, dass wir zum Ankleben nachher dann, ne? Das ist am Abschlussblech. Ja, das ist ja theoretisch das Abschlussblech, ne? Theoretisch ist das Abschlussblech und das kann eigentlich so bleiben. Ach, also man müsste hier nur eine Kante hochformen, die man reinlegt und es hier gegenkleben. Ja, ne? Ja, und ach so, alles klar. So ist da dann. Wir müssen uns nur eine Sache noch überlegen, die Abschleppöse ist da halt dran. Ne? Die Öse, genau. Da ich ja so oft Autos abschleppe. Aber im Prinzip ist es eigentlich nicht wichtig. Also wichtig ist nur, dass du abgeschleppt werden kannst, aber du musst nicht abschleppen. Genau. So, mit... Oder keine Autos abschleppen müssen. So, von daher könnte die dementsprechend auch wegbleiben. Was wollte ich noch sagen? Genau, nächster Punkt ist, ich würde eigentlich schon ganz gerne mit diesem Auto, wenn es irgendwann mal wieder fährt, ein bisschen Viertelmeile fahren. Und da ist das große Problem das Diff hinten. Das fliegt mit Slicks ständig raus. Du kannst aber auch nicht großartig ein anderes Diff machen, weil das Diff mehr oder weniger an der Mulde anliegt. So, ne? Und das heißt, wenn man die Mulde rausnimmt, kann man da auch gleich vielleicht zufälligerweise, wenn man jetzt eh schon mal dabei ist, was anderes reinhängen. So. Schmeiß mal die Waage da an. Das interessiert mich, was das Ding hier wiegt. Es regnet übrigens bei uns. Ja, siehst du, da geht doch was hier, oder? Oh ja. Guck mal, hier liegt seit 2006 schon wieder rum. 8 Kilo. Die Platte, die da reinkommt, kann auch höchstens 1,5 wiegen, oder? Ohne Wand und alles. Ohne alles so, ne? Ja, also ich sag mal, wir müssen die auch ein bisschen eigentragend machen. Weil die Verrippung, sag ich mal, die wird nicht ausreichen, dass sie selbsttragend ist. Weil jetzt ist das ja ein Körper, sag ich jetzt mal wieder. Das heißt, du würdest auch so einen kleinen Träger oder sowas in einer machen? Nein, ich muss den Aufbau anders gestalten. Ah, okay. Du kannst die halt nicht hauchdünn machen. Entweder machst du da unten einen Rahmen oder eine Halterung, ein Profil, wie auch immer. Oder wir lösen das zum Beispiel durch Sandwich. Oder längeren, dickeren Lagenaufbau. Was aber jetzt hier nicht unbedingt Sinn machen wird, es wird wahrscheinlich eher Sinn machen, dann Sandwich zu nehmen und auf eine gewisse Stärke zu kommen, damit die damit es von sich aus ein bisschen stärker ist und nicht durchbiegt. Okay, aber ein paar Kilo werden auf jeden Fall kommen. Ne? Und es ist natürlich eigentlich auch später eine relativ einfache Arbeit. Sagen wir jetzt einfach, das war 2,5 oder was? Liegt es am Ende. Ja. Also 2 eher wahrscheinlich. Weil das Teil dann da am später einkleben, das ist genauso viel Aufwand wie das Dach da jetzt einzukleben. Ne? Das ist ja, an sich ist ja auch nichts, da passiert auch nichts. Ne? Wobei ehrlich gesagt wäre es auch schon Chef, eine Carbonmulde zu haben. Ne?
Wenn du so die Matte hoch machst und da hast du so eine Carbonmulde, wäre natürlich auch geil. Ich habe nur so eine Spülbecken ausgemacht. Kannst du so ein schneidest du in der Platte aus und setzt dich von unten rein. So, ja, das haben wir. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo alle drauf warten. Wir haben schon mal ein bisschen weitergemacht hier. Unsere Seitenteile sind fertig. Fast fertig. Wir haben das dieses Mal ein bisschen anders gemacht. Hier, Marius, komm mal rüber, du musst da ein bisschen was zu sagen hier. So. Ich habe damals beim letzten Mal noch neue Seitenteile bekommen. Außenhaut. Das ist das, was ihr jetzt noch seht. Hier unten sind sie übrigens original eingesetzt. Das haben wir erstmal nochmal dran gelassen, dann könnt ihr das so schön sehen. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir konnten jetzt nur gebrauchte nehmen. Sieht aber fast aus wie neu, ne? Ja. So, damals habe ich, natürlich muss auch der Innenradlauf verbreitert werden, weil an dieser Stelle das Seitenteil weiter rauskommt. Ich habe damals einfach einen Blechstreifen eingesetzt und das Ganze verschweißt. Jetzt ist die Frage, was machen wir diesmal? Na, du träumst ja von der, von der behinderten Idee, die auch aus Carbon zu gestalten. Ich denke, jetzt ist auch an der Zeit, dass wir es bei dem Auto machen können. Bei der alten, die rauszuschneiden, war irgendwie immer, hätte wahrscheinlich geblutet, aber jetzt sollten wir es angehen. Das heißt, das Coole jetzt gerade ist ja, mit dem Innenradlauf, dass komplett diese Aufnahme, das ist jetzt hier gerade theoretisch das Kombi-Seitenteil, ist bei Limo und Kombi identisch. Genau, also ab hier ist es A4 quasi. So, das heißt, wir könnten jetzt wirklich eigentlich das Seitenteil nehmen, so übertrieben gesagt, ranstecken und es würde fast alles passen. Das heißt, diese ganze Kante hier, bis hier ist identisch, Limo und Kombi. Und nur dieser Bereich hier schräg rüber, bis hier oben wieder, weil bis hier ist es auch wieder gleich. Dieser Übergang, den müssen wir dann halt nur passend machen. Genau, mal gucken wie. So, unser Volltraum wäre, alleine weil es diese Teile ja nicht zu kaufen gibt, das in Carbon zu machen. Machen wir. Okay, bis zum nächsten Mal. Nee, ja. Machen wir so. Das Problem ist, es wird ja nicht gehen, ohne dass es da einmal drin war. Nee, der Plan ist ja, dass die einmal aus Blech reinzusetzen, zu finishen. Finishen heißt, dass man es abformen kann. Genau, ja, genau. Das ist ja auf jeden Fall einmal glatt spachteln, dass es halt einmal, sag mal, wie lackierfertig wäre. So, und dann müssten wir dann eben halt sehen, dass man es dann im fertigen Zustand entweder ausbaut oder im eingebauten Zustand abformt. Mhm. Dann wäre es halt perfekt. Dann würde es eben halt auch direkt. Das heißt, wenn wir diesen Schritt gehen, müssten wir das Ganze erst daran machen. Jetzt nicht unbedingt alle 3 cm verschweißen, aber so, dass es einigermaßen fest dran ist. Ja. Alles verspachteln. Dann erst die Außenhaut abformen. Genau. Das wird natürlich eine große Form, ne? Ja. Passt die überhaupt in den Ofen? Die passt locker in den Ofen. ich habe das schon vorgesorgt. Nee, aber wir können auf jeden Fall, also wir müssen uns darum Gedanken machen, um die Verheiratung, sage ich jetzt, der Karosse zum dem Seitenteil aus Carbon her. Das war immer unsere große Frage, wie wir das machen, bis wir jetzt gesehen haben, dass ja das originale Seitenteil hier oben auch nur gelötet ist. Ne? Mhm. So, das heißt, hier würden wir einfach den Übergang herstellen von Carbon auf Blech. Ja. Wie gesagt, ich mache mir da ein bisschen mehr Gedanken, immer, als nur zu sagen, ja, man hätte ja sagen können, ja, weißt du, wir gehen dabei, kleben das Ding zusammen und dann passt das schon. Meine Bedenken sind einfach nur die immer. Also ich denke mal ein bisschen weiter. Wenn man jetzt ein Carbonteil und ein Blechteil fügt und die Materialien arbeiten ja, so, das ist ja alles bekannt. Dann ist das so, dass das Blech sich bei Wärme ausdehnt und das Carbon, was nicht jeder unbedingt weiß, das schrumpft gewissermaßen. Das heißt, es arbeitet kontinuierlich immer gegeneinander. Und die Frage habe ich auch schon Chris gestellt, weil so eine Arbeiten, wo ich keine Verantwortung übernehmen will, die gebe ich immer Ihnen ab. Das ist der größte Thema. Wie immer. Habe ich ihn gefragt, wie regeln wir das, sodass wir hier keine Rissbildung haben? Ich habe eine Lösung dafür. Na? Wir bauen das einfach auch in Carbon. Ja. ist doch ganz einfach. Können wir machen. Ja. Wollten wir jetzt erst nicht. Aber das wäre halt dieser Gedanke, den man einfach nicht vernachlässigen sollte. Ich denke mal, hier hätten wir gesagt, komm, wenn wir es hier unten verbinden, hätte man sogar eine flexible Naht nehmen können, weil ich sag mal, das ist keine Stelle, wo man sagt, man guckt hier drauf und denkt, ah, oh, hier ist es nicht ganz, nicht ganz ruhig, man sieht da was. Ne? Da ist das ja, okay, ist halt, du machst die Tür auf, sieht trotzdem ordentlich schick aus, ist zwar nicht hundertprozentig gerade eben, aber es ist in Ordnung. Ne? Da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Mhm. Ne? Das machen wir auch. Mhm. Wie und was? Das machen wir nicht.
Doch, wir haben da schon Ansätze, aber ich will mich dazu jetzt noch nicht so ganz äußern. Und wir müssen ja auch noch ganz viel Material sammeln für die nächsten Videos. Und deswegen können wir das ja noch im Detail machen. Das wird ja noch wahrscheinlich, ja. Nur um kurz den Aufwand nochmal zu erklären. Das heißt, ran, das Auto ist theoretisch fertig. Außen abformen, raus, ja. Dann kommt ja noch der schwierige Moment, dann muss ja auch noch der Innenradlauf abgeformt werden. So, das heißt, wir wollen den Innenradlauf auch noch in Carbon haben. Wenn dieser dann in Carbon ist, müssen wir erst den Carbon-Innenradlauf ankleben und dann den Außenradlauf ankleben. Genau. Und das Ganze an der Stelle, wo es original verbördet ist, halt auch dementsprechend noch mit einer schönen Kante versehen und gib ihm. Ja, das sehe ich auch nicht unbedingt als Problem. Also du sagst, das ist wirklich tatsächlich machbar. Ja. Das wär, was halt Chef wäre, in dem Moment würde es dann tatsächlich eine, ich sag jetzt mal, serienmäßige RS4-Limo geben, ne? Weil dann könnte ja wirklich jeder, der sich traut, das so zu zerflexen. Das nachbauen. Die Seitenteile. Wir bauen das auch mal. Die Seitenteile gehen zack randfähig. Ja, also wie gesagt, theoretisch auch, ja klar. So wie du es schon gesagt hast, ist das richtig. Mit den inneren Radläufen habe ich auch also eine Idee diesbezüglich, dass wir die aus Kevlar gestalten. Beziehungsweise vielleicht sogar aus einem Hybridgewebe, sprich Kevlar-Carbon-Geflecht. Mhm. Einfach aus dem Grund, du willst ja auch Gewicht sparen und keinen Unterbodenschutz daran anbringen, sage ich jetzt mal. UV-Einstrahlung haben wir nicht, deswegen haben wir keine Faserschädigung durch UV-Einwirkung in dem Moment. Mhm. Wir haben halt Steinschlagschutz, weil die Abriebs, also durch das Kevlar ist der Abrieb auch nochmal ein bisschen gewährleistet, also kein Abrieb erfolgt. Falls jemand nochmal auf die Leder schießt, ne, dass es da nicht durchgeht. So, pass auf, wir wiegen das Ganze mal. Guck mal einmal hier nochmal einmal wieder die Anna die Waage hier. Die andere heißen. Boah, das Wasser verfälscht jetzt da hin. Nicht, dass wir hier, nicht, dass noch einer sagt, 100 Gramm haben wir hier unterschlagen. Was denkt ihr aus? Ja, wir wissen schon, ne? Das ist langweilig. Ich hab schon wieder vergessen. Heute hat alles 8,5 Kilo hier. Also gefühlt, wenn es aber gefühlt, wenn es hochhebst, ist es viel, viel schwerer als die Mulde. Ja, weil es so groß ist, ne? So, ne? So, 8 Kilo, okay. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 3 Kilo danach sein und so 5 Kilo kann man aber sparen. 2,5, 5 Kilo, ne? 2,5, 5. Ja, also 2,5, dass wir dann 5 am Ende gespart haben. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Wir haben noch einiges vor. Ja, wir müssen jetzt halt dieses Seitenteil von außen zerstören. Genau, das muss jetzt als nächstes ab. Und es gibt dann halt in dem Moment auch immer kein Zurück mehr. Also es gibt kein Zurück mehr. Für mich schon, ich fahre einfach nach Hause. Dass wir eine RS4-Limo bauen, ist eh klar. Das Problem ist, wenn wir jetzt zu viel da wegschneiden, weil wir es halt in Carbon machen wollen. Dann können wir es in den Garten stellen. Genau, dann okay. Aber sieht auch gut aus. Kannst du auch Räder drauf bauen? So geht's weiter. Im nächsten Video werden wir die Karosse erstmal versteifen. An ein paar Stellen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und wir nehmen die Seitenteile auf jeden Fall raus. Ich rechne nochmal kurz zusammen. 5 Kilo, 5 Kilo, 5 Kilo, 1 Kilo sind immerhin wieder 16 Kilo. Lieber sparen. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial da. Und ich bin mir sicher, du findest noch was. Irgendwas werden wir finden, denke ich auch. Ciao. Was ist denn mit der Auswertung an Teil 2 von dem Gewinner? Ach ja, scheiße. Entschuldigung. Müssen wir einen Teil 3 machen. Es waren 21.000 Kommentare, wir waren 48 Stunden unterwegs und haben es ehrlich gesagt nicht geschafft. Also ich könnte jetzt keine rechtsgültige Aussage treffen, wer gewonnen hat. Das müsste ich selber nochmal überprüfen und kriegt ihr im nächsten Teil.